komme ursprünglich aus Erlangen. Ich bin in Erlangen geboren. Für alle, die es nicht wissen, Erlangen ist ungefähr 20 Kilometer nördlich von Nürnberg in Franken. Viele Franken legen Wert darauf, dass sie als Franken bezeichnet werden und nicht als Bayern. Allerdings ist es mir relativ wurscht. Mir ist es eigentlich komplett egal, wo jemand herkommt. Und mir persönlich ist es auch egal, wo ich herkomme. Schließlich macht es mehr aus, was man aus seinem Leben macht und nicht, woher man kommt. Ich habe ja schließlich auch nicht viel dazu beigetragen, dass ich genau dort geboren wurde. Also ich würde sagen, meine Kindheit war wirklich angenehm und wohlbehütet. Als kleiner Bub sind wir eigentlich hauptsächlich durch die Wälder gestreift bei uns in der Umgebung und durch die Nachbarschaft und haben dann allerlei Dinge da aus Holz gebaut, Häuser gebaut, irgendwo irgendwelche Abenteuer erlebt. Ansonsten natürlich auch das, was alle Jugendlichen irgendwie machen, mal ein bisschen Computerspiele ausprobiert. Auch sonst natürlich dann ist relativ schnell in mein Leben getreten der Sport. Ich bin schon direkt nach dem Schwimmkurs mit 4 Jahren dann beim Schwimmen geblieben. Und das hat dann auch relativ schnell einen relativ großen Teil eingenommen in meinem Leben. Ich würde sagen, schon mit 10 Jahren habe ich dann wahrscheinlich 5 Mal schon trainiert in der Woche. Also durchaus auch mehr als vielleicht andere Kinder in dem Alter machen. Hatte aber insgesamt einfach eine extrem unbeschwerte Kindheit. Meine Eltern haben mich eigentlich immer alles machen lassen, was ich wollte, solange es niemandem geschadet hat. Und solange ich natürlich auch meinen eigenen Verantwortungen immer nachgegangen bin, mich um die Schule gekümmert habe. Und das habe ich, durfte ich eigentlich dann immer selbst entscheiden, was ich gerne tun möchte. Und das hat, Gott sei Dank, ist das immer gut ausgegangen. Und ich habe eigentlich meistens irgendwie ein glückliches Händchen bewiesen und die Dinge gemeistert. Ich weiß natürlich auch, dass das ein großes Glück ist, in so gut behüteten Verhältnissen aufzuwachsen. Und wir hatten keine finanzielle Sorgen. Und ich weiß, dass das nicht allen so geht. Und das ist auch ein großer Grund, warum ich mich auch für andere Menschen einsetzen möchte und vielen Kindern ermöglichen möchte, mit hundertprozentigen Chancen ins Leben zu starten, alles das zu erreichen, was sie möchten. Also erstmal hatte ich natürlich großen Spaß am Sport und gerade im Verein, mit den ganzen Freunden aus dem Verein hat man natürlich immer was zu tun und zu lachen. Und ich bin auch immer gerne dann ins Schwimmtraining gegangen und habe mich jeden Tag eigentlich darauf gefreut, da die anderen wieder zu treffen. Also es ist grundsätzlich natürlich auch erstmal ein großer sozialer Faktor, so viel Sport zu machen. Natürlich dann, wenn man dann ein bisschen älter wird und dann gerade die ersten dann wegbrechen und nicht mehr so viel Sport machen und dann vielleicht lieber feiern gehen. Habe ich ja auch ausprobiert, war dann auch natürlich ein paar Mal mit Freunden mit dabei, irgendwo in Diskos. Aber ich muss schon sagen, mir hat das Schwimmen und mir hat der Sport mehr gegeben, als da, ich sag mal, jedes Wochenende irgendwo im Suff rumzuliegen und sich danach zu fragen, warum man das überhaupt macht. Und habe das dann auch nicht so extensiv gemacht und bin da beim Sport geblieben. Natürlich muss das immer von einem selber kommen. Und ich habe mir zu jedem Zeitpunkt gesagt, und ich habe immer selber gefragt, möchte ich das? Und ich konnte immer guten Gewissens Ja sagen, dass ich den Sport einfach so intensiv treiben möchte und da praktisch auch meine ganze Freizeit investieren möchte. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Also man lernt unheimlich viel fürs Leben und man findet unheimlich tiefe Freundschaften, einfach wenn man logischerweise so viel Zeit miteinander verbringt im Sport. Ja, da bin ich wahrscheinlich, also ich muss nicht groß drum rumreden, ich bin wahrscheinlich irgendwie da auch ein bisschen gesegnet gewesen und hatte eigentlich nie große Probleme in der Schule. Ich sag mal, meistens bin ich dann irgendwie so Note 2 rum durch die Schule gekommen, aber ohne jemals irgendwie was dafür zu tun, weil ich halt eigentlich den ganzen Tag ansonsten mit Schwimmen beschäftigt war und mit anderen Dingen, aber ich habe das jetzt nicht so wichtig gesehen, solange ich durchkomme. Und dann bloß kurz vorm Abitur habe ich dann nochmal ein bisschen reingeglotzt, die letzten paar Monate, habe dann auch mal ein bisschen was gelernt und dann hat es auch zu, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, es war glaube ich 1,5er Abi, was aber auch relativ wurscht war, weil ich Physik studieren wollte und bei Physik nehmen die sowieso jeden, der das studieren möchte. Deswegen war
erscheint das irgendwie immer logisch. Also für mich waren die Fächer immer so einfach, weil man muss es irgendwie nur einmal verstanden haben. Und wenn man es dann einmal verstanden hat, dann gibt es auch keine großen Schwierigkeiten mehr dabei. Und man muss sich nicht immer was Neues ausdenken, weil das dann alles immer aufeinander aufbaut, so bausteinartig. Was ich dann bei anderen Fächern, ich sag mal bei Deutsch oder Englisch, da kommt es natürlich dann ein bisschen mehr auf Gefühl an und auf Interpretation, gerade durch die Lehrkräfte. Und das fand ich dann immer nicht so, da war mir immer nicht so ganz klar, warum man jetzt einmal eine 2 bekommt, einmal bekommt man eine 4. Und das fand ich bei den mathematischen Fächern ganz schön. Why? Ja, also ich würde zwar sagen, dass ich zu Hause vielleicht nicht so sehr pubertär war und gar nicht so viel angeeckt bin. Das sagt vermutlich jeder irgendwie. Aber in der Schule musste ich mich dann vermutlich schon das eine oder andere Mal irgendwie ein bisschen austesten, wie man halt so als kleiner Bub ist. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in meiner Schulzeit 3 Verweise mit nach Hause zu bringen, also Briefe mit nach Hause bringen zu müssen. Alles nur kleine Dinge. Irgendwann hatten wir mal das Gefühl, wir müssen irgendwelche filmreifen Stunts aufführen in den Pausen. Und dann bin ich irgendwie über einen Schulfreund, der auf dem Boden gekniet war, drüber gesprungen, gegen eine Feuerschutztür gesprungen, um dann irgendwie, um das Ganze dann auf Video aufzunehmen. Und das fand der Lehrer, der das gesehen hat, gar nicht so toll und hat dann mal meinen Eltern geschrieben. Aber ich bin nie sehr, sehr groß angeeckt. Also das war alles, ich würde sagen, harmlos. Die eine Sache, die ich vermisse so ein bisschen, ist, dass Erlangen wirklich eine ganz große Radfahrerstadt ist. Also in Erlangen ist wirklich doof, wer irgendwie mit dem Auto in die Stadt fährt, weil da gibt es überall Radwege und alle fahren mit dem Rad, also von dreijährigen Kindern bis 100-jährige Seniorinnen. Da ist wirklich alles dabei und niemand, der ganz bei Trost ist, nimmt das Auto. Und es ist einfach ein gutes Lebensgefühl, weil eben halt viel weniger Lärm ist, es ist viel mehr Platz, man begegnet sich auf den Straßen. Das ist was, was ich vermisse. Aber ich möchte nicht zurück nach Erlangen. Nicht, weil es mir da jetzt nicht gefallen hat, also ich hatte eine super tolle Kindheit dort, aber ich bin einfach jemand, der nicht zurückschaut. Also was für mich wichtig ist, ist das, was jetzt ist und was in der Zukunft ist. Und beide diese Punkte sind Kirchhain. Und da möchte ich einfach, da denke ich eigentlich nie zurück an die Dinge, die mal gewesen sind. Ich lerne aus den Dingen aus der Vergangenheit, aber fühle mich hier in Kirchhain super wohl. Und warum sollte ich dann irgendwo anders hin zurück oder weg wollen?